Diese Trolle. Moment, falsche Stimme. Diese Trolle sind im. Egal, ich spreche sie so. Diese Trolle im Bienenwäldchen sind üble Weglagerer. Leg dich nur mit ihnen an, wenn du dich stark genug dazu fühlst. Es waren nur zwei, das war nicht besonders schwer. Du erstaunst mich immer wieder, möge dich deine Stärke niemals mit dich lassen. Ja, danke, Großmütterchen. Hinlegen und schlafen. Nein, auch wenn ihr alle dieses Bild sogar mögt, ich kenne euch doch, ihr Perversen. Ja, da hatten wir alles schon, nur da oben steht noch jemand, wenn ich mit dem Campad... Moment, ich muss kurz... Entschuldigung, ich bin noch leicht erkältet. Oh, noch mehr Frauen. In den Walden von Südcesario lauern einige Alhola-Barane. Trainiere lieber erst und stelle dich den Viechern möglichst zu zweit. Sonst noch was? Ja, meine Mutter könnte dir ein paar interessante Dinge über das Rangsystem erzählen, aber zurzeit macht sie sich eher Sorgen um die Trolle im Bienenwäldchen. Irgendwann werden ihre Sorgen sie noch ins Grab bringen. Rangsystem? Wovon redet die Frau? Moment mal. Ich habe doch wieder Fehler entdeckt, auf denen ich rummeckern kann. Haha! So kommen die Leute also immer an diese Weingläser dort, Weinflaschen dort oben. Interessant, interessant. Das Buch scheint nichts zu tun, okay. Reden wir nochmal mit ihrer Mutter. Irgendwie wegen dem Rangsystem. Je größer die Heldentaten, desto höher steigen deine Fähigkeiten. In einigen Königreichen sollen sogar Ränge ausgelobt werden, welche die Eigenschaften eines Helden sogar noch steigern können. Schade, dass Cesario keinen König mehr besitzt. Die Ranggeber müssen nicht unbedingt Kaiser und Könige sein. Hadrian zum Beispiel ist ein großer Kämpfer, aber leider auch ein Sklavenhändler. Er soll sich angeblich auf dem Weg nach Carbin al-Hola befinden und wird dabei wohl standesgemäß die gefährlichste Strecke passieren, den Palmenhain. Pass bloß auf, wenn du dich mit ihm anlegst. Sonst noch was? Ja, ist okay. Sehr schön, sehr schön. Ja, ist ganz lieblich, aber danke. So. Dann sehen wir uns weiter um. Reden mit diesem alten Mann. Und hat deine Auftraggeberin dir einen Zielort genannt? Ja, der Naturhafen bei Malis. Kein Problem. Halte dich einfach südlich und durchquere das Bienenwäldchen. Da muss ich mich östlich halten, nicht wahr? Genau das musst du. Durch Carbin al-Hola und ausschließlich... anschließend einen der drei Wege aussuchen, den du benutzen willst. Und diese drei Wege sind wohl... Keine Ahnung. Morrigans Fallenwald. Oh ja, ein paranoider Geselle, dieser Morrigan. Er greift jeden an, der sein Haus einmal betreten hat, seit von Maeve und seiner Bande ausgeraubt wurde. Ich würde dir empfehlen, einen anderen Weg zu suchen, nicht zuletzt, weil der Wald zu dicht ist, um ihn zu durchqueren. Der einzige Weg geht durch Morrigans riesigen Keller, der nur so mit mechanischen Spielereien und eben auch Fallen gespickt ist. Allerdings wirst du dort auch keine Monster antreffen, eine reine Kopfarbeit also. Ein bisschen Ruhe tut mir auch mal gut. Freu dich aber nicht zu früh, man sagt, dass Maeve sich immer noch im Wald herumtreibt, sei vorsichtig. Der Palmenhain. Ein sehr lineares Gebiet. Hier kommen viele Abenteurer von der Anfang zusammen, um zu trainieren und ihre Kräfte mit ansässigem Anstand zu messen. Hört sich doch gut an. Nicht wirklich. Das Gebiet ist sehr weitläufig und anstrengend zu durchqueren. Außerdem sollen sich seit geraumer Zeit Kabinenfische und Ozeanratten dort herumtreiben. Sehr starke Monster also. Was empfiehlst du mir? Auf jeden Fall ein paar Mittelchen gegen Blindheit und sonstige Ärgerlichkeiten. Der Tarragon-Kastell. Da kommst du nicht durch, mein Kindchen, es sei denn, du besorgst dir vom Bürgermeister Leonard ein Passierschein. Du findest den südlichen Teil von Carbin al-Hola. Ist übrigens auch die kürzeste Art, zum Hafen zu reisen. Okay. Nein, nicht doch mal. Nein. Ja, wieder ganz lieblich. Ist sehr schön, aber das wollte ich nicht. Ich komme schon zurecht. Wenn dir die Angaben ausreichen. Ich habe mir alles angehört, was du mir erzählt hast und fühle mich jetzt genommen. Was willst du mir denn noch erzählen?
Alle wollen mich hier nehmen. Selbst mein eigener Vater. Dann suchen wir mal den Bürgermeister. Aber ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich glaube, wir waren schon mal bei ihm, aber... Ich und mein Gedächtnis. Derp die derp. Ich speichere lieber nochmal. Ja, würde ich gern. Und speichere 6. Sehr schön. Ganz lieblich. Ich gehe jetzt einfach mal südlich, würde ich sagen. Da spritzen immer noch die Goblins, Trolle, was auch immer rum. Okay, was auch immer du bist. Eine Blume. Und du machst den Aquaschnitt mal wieder. Ich glaube, wir sollten demnächst nochmal schlafen gehen. Also, ich meine jetzt nicht ich, sondern... Hier, unsere Protagonisten. Dope. Was haben wir denn jetzt gerade bekommen? Die Zucker einer Vampirtulpe. Okay. Wie kommen wir eigentlich dahin, wo dieses Monster ist? Hier nicht lang. Was auch immer. So. It's begin. It's begin time. I would say. Und wir spielen nochmal den Aquaschnitter. Ist praktisch der beste Freund vom Seelenschnitter. Da, da, da. Der war wieder ganz, ganz lieblich. Und ich verwende gerade irgendwie das, die Bezeichnung ganz lieblich, viel zu lieblich. Was zur Hölle tue ich hier? Oder rede ich hier? Mache ich? Was auch immer. Ich gehe jetzt nochmal kurz schlafen. Ich leg mich einfach ein andermals Betten. So, ich schlafe jetzt mal kurz bei euch. Ja, ich möchte schlafen. Ja, ein guter Schlaf ist okay. Kuriert alles. Ist sehr wunderschön. Und wir sind wieder gestärkt, um diesen OP-Monstern entgegenzutreten. Okay, was auch immer uns dann wieder über den Weg laufen wird. Blumen, Schlangen, Schleime, Goblins, Gräser, Baumstämme oder Schmetterlinge, die so sehr schön hier reinpassen. Was auch immer. Vitalis. Oh nein. Verteidige ich nicht selbst. Bienenstich. Oh, jetzt Bienenstich, das wäre so lecker. Was zur Hölle? Ja. Ein Regenbogen. Schimmer gefunden. Und wieder eine Schildkröte. Bösartige Schildkröten, die in Wahrheit Schlangen sind. Und Blätter haben. Was zur Hölle? Sind denn hier alle auf Drogen? Und es macht ihm keinen Schaden, da ganz toll. Ja, ganz... Ja, das wird definitiv gut enden. Ich habe da ein ganz wunderprächtiges Gefühl. Moment, du könntest doch hier eigentlich mal... Es ist ein Blattmonster, also mal Feuerpollen. Okay. Moment. Hat sie eigentlich Techniken? Nein, hat sie nicht. Das heißt, jeder von euch nimmt jetzt hier mal... Ich will jetzt eigentlich noch keine Erzblumen verschwenden. Ich verschwende jetzt mal eine für sie. Und hier ein... Wir hatten doch noch irgendwas zum Heilen. 50 MP, 200 MP. Wir hatten doch noch irgendwas für HP. 200 HP.
Er wird's überleben müssen. Na Gott sei Dank ist er tot. Sie. Amorettenpanzer, das klingt doch gut. Ist aber Wetten auch wieder mein. Item und keine richtige Rüstung, ja. Oh Gott, ja, ich möchte speichern, bitte. So, speichern wir mal hier drüber. Aus der Höhle kommen merkwürdige Geräusche. Ich fühle mich noch etwas untrainiert. Ich sollte es lieber nicht wagen. Oder doch? Sollen wir jetzt reingehen oder nicht? Draußen bleiben. Solche Hinweise. Naja, ich hätte ein Schild sinnvoller gefunden, aber es geht ja darum nicht unbedingt, was sinnvoll ist und was nicht. Au! Der arme Don Krotus. Der Sieg ist dein. Und nochmal Trollkurzschwert. Und ich wette, das können wir wieder nicht verwenden. In letzter Zeit scheinen sich diese Trolle mehr und mehr umeinander zu scharen. In letzter Zeit... Huch. Okay. Ausrüstung natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert, wenn... Oh nein, nicht noch so eine Schildkröte. Was ist da unten? Ach so, ja, okay. Da kann ich mir die MP eigentlich für sparen. Ja, alle auf Don Krotus, verprügelt ihn. Er ist ja nur klein und süß. Und liebenswert. Liebenswert. Was zur Hölle? Ja, ich kann ganz toll sprechen. Na kommt. So, der Sieg ist wiederum unser. Elektroplasma und mehr Elektroplasma und Gras. Wieder Drogen, die wir an unseren Vater verkaufen können. Nein, ich will zurück und ich... Obwohl, nein, Quatsch. Ich wollte da eigentlich ja was... Ach komm, hier für dich und für dich. Ich will nicht zu schnell umdrehen. So, jetzt wieder diese seltsame Schildkröte, die jetzt plötzlich braun ist. Was, warum und wieso eigentlich? Okay. Ich will jetzt mal kurz mit dem Blitzpuder versuchen, aber das wird wahrscheinlich sehr effektiv sein. Okay. Schildkrötenpanzer gefunden. Ich sehe schon, man sollte diese Kräuterchen doch hin und wieder verwenden. Was ist hier los? Nein, ich werde diese Tafel nicht lesen. Ich meine, es könnte nur irgendwas Wichtiges draufstehen, aber hey. Begin. So. Item. Und wieder Blitzpuder. Na bitte. So ist das ja relativ einfach. Ich glaube, ich werde wirklich da nochmal... Sobald ich diese Aufnahme beendet habe, im Offplay zurückgehen und noch ein paar, sag schon, Pulverchen sammeln. Das machst du kurz. Na komm. Ansonsten ist mir das zu blöd, jeden Gegner einzeln zu kloppen. Da fällt mir... Ah, ich wollte gerade fragen, welches Level sind wir jetzt eigentlich? Okay, sie sind beide Level 4 jetzt. Auf der Tafel steht natürlich nichts. Das gibt kompletten Sinn. Dieser Raum ist so nützlich. Ich kann es nicht beschreiben. Mir fliegt da die Hütte vom Kopf und das Laub um die Dächer. Was rede ich hier eigentlich? Und was tue ich hier eigentlich? Und warum liegt hier überall Blut? Das kann ich mir nicht erklären. Moment, nein, ich will noch nicht ganz reingehen. Ich möchte ja zuerst noch speichern. Ja, möchte ich. So. Jetzt bitte. Ja, komm. Ja, reicht. Gehen wir rein.